Vorsicht, da sind ganz viele Schlangen, Rivi. Vorsichtig! Ich hau dich jetzt mit dem Kopf gegen die Steine, bis du wach wirst. Können wir das mal öffnen? Und Artefakt. Da kommen jetzt noch mal zwei Krokodile, ne? Wow! Schau, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Wir sehen hier den hässlichsten Dino der ganzen Welt. Oh mein Gott! Das Kerl, Alter, ich hasse den. Mit dabei ist wieder Gamers Time und wir grinden heute ein bisschen Richtung Alien-Artefakte. Du magst da richtig einen reindrücken mit dem Dino. Was denn? Dann level den total sinnfrei einfach nur auf Sauerstoff. Das ist eh ein Billig-Dino mit Level 20. Level auf Sauerstoff. So, okay, lass uns losgehen. Komm, wir hauen ab. Jetzt kann der schön lange atmen, Alter, der Arme. Sehr gut. So, wir haben da vorne noch ein Dodo gezähmt, meine Freunde. Deadlift Dodo Soest an der Stelle. Wir müssen aufpassen, hier sind gut und gerne mal ein paar Trodons auf dem Weg dorthin. Trodon. Nicht, dass wir jetzt von denen angehittet werden. Hab ich schon verloren, Kevin. Ich hab dich verloren. Keine Skinberries mitgenommen, ne? Also wir müssen aufpassen, dass wir nicht von Schlangen oder so gebissen werden, sonst... Wieder tot. Kippen wir instant um und dann ist Feierabend. Das finde ich belastend. Naja, kriegen wir schon hin. Aufpassen. Kriegen wir schon hin. So, wir holen das Alien-Artefakt aus der Höhle raus, meine Freunde, weil wir nämlich damit den Boss beschwören können, beziehungsweise eine der Bosse eventuell legen können. Welchen Boss würdest du perspektivisch zuerst machen? Brutmutter oder den Affenkönig? Der Affe ist der einfachste, finde ich persönlich. Okay, gut. Wir haben auf jeden Fall eben einen Loot-Shop nochmal. Vorsichtig, hier ist so ein... er ist gepult, warte. Freddy Krüger. Ja, ah. Der kommt andersrum. Ich glaub, der kann uns aber nicht in die Höhle folgen. Komm schnell hinterher. Das Ding ist, Leute, wir haben auf jeden Fall vor, wie gesagt, jetzt so ein bisschen Richtung Boss-Content. Also noch nicht wirklich. Wir sind ja noch ganz am Anfang. Voll hardcore das Game, ey. Aber zumindest schon mal dafür ein bisschen vorzubereiten. Und das machen wir jetzt. Dementsprechend gehen wir da schon mal rüber und holen uns schon mal dieses Artefakt raus. Ich habe auch eben in den Loot-Drop tatsächlich alles schon mal gefunden, so, was man dafür braucht. Ganz kurz, ich bereite noch was eben uns hier vor. Kristalle, sagst du mitnehmen? Ja, ne? Boah, ich würde die Van auf dem Rückweg mitnehmen. Die sind ja eh an einem Safe-Spot. Bro, ich habe Fallschirm irgendwie mit dabei. Ich weiß nicht genau warum. Ja, den aber ich kannst du eigentlich droppen. Der nimmt nämlich viel Gewicht ein. Auf Wiedersehen. Ich habe halt super viele Pfeile dabei, Kevin. Ich habe halt wirklich so viele Pfeile dabei. Zwei Armbrüste mit 128 Pfeilen. Ja, ich habe 189 mit. Ja, aber gut, aber ich habe ja dann mehr, ne? Also bin ich besserer Spieler, oder? Nö. Kann man sagen. Zwei Armbrüste, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Und eine Flinte auch noch. So. Wir nehmen auch dann heute einen anderen Weg, als wir letztes Mal genommen haben. Kennst du das, wenn man etwas sieht und man kriegt direkt so kalten Schauer über den Nacken? Dieser komische Dino da war gerade so hässlich, ich musste mich direkt fast übergeben. Der arme Alter. Wir gehen jetzt diesmal links rum und du wirst jetzt auch etwas sehen, das war beim letzten Mal nicht da, wo wir in der Höhle waren. Und zwar, vorsichtig, vorsichtig! Guck mal, siehst du, was da an der Decke hängt? Ja, ein ekliges Vieh. Der wäre jetzt nämlich auf uns gefallen, wenn wir da lang gegangen wären. Direkt abschießen, das Vieh. Geh was zurück. Toll. Jetzt runter. Ah, das Ding ist, ich habe keine Barrikaden dabei, weil du hast sie dabei. Ja, ich habe die extra mitgenommen. Weil die Viecher, so, die vergiften uns nämlich das auch. Das sind sogar Stahlbarrikaden, ne? Ja, ja, die sind noch stärker, also die kriegen die auch nicht so einfach kaputt. Idioten, Alter, guck mal, wie dumm die sind. Ich glaube, wenn musst du mit deiner, du kannst mit der Pike durchschlagen. Das geht, wenn die Nagel mit Brand kommen. Ich will Flinte machen, Alter. Ich will einmal mit der Flinte auf irgendwas schießen, hab ich noch nie gemacht. Ja, dann mach das gleich lieber, weil hier durchtriffst du die nicht. Das ist Verschwendung gerade. Da habe ich gemerkt. Wahnsinn, wie dumm das Tier ist, oder? So. Wahnsinn, wie dumm das Tier ist. Die würde ich auch looten, weil die haben zum Beispiel Pfeile und sowas drin. Und Megalania-Gift und sowas. Wofür? Mhm. Guck mal da, siehst du, da ist eine Loot-Crate. Das ist quasi so eine Art Chest, da sind auch Sachen drin. Vorsicht, da sind ganz viele Schlangen, Rivi. Vorsichtig! Holy shit! Du hast sie alle gefunden, lass... Zurück, zurück! Wird mal schön den Kopf treffen. Okay, warte, hier vorne hol ich mir. Perfekt, Rossi. Warte, da kommt noch eine, da kommt noch eine. Nee. Doch, da, siehst du? Da liegt sie. Hab sie, warte, warte, warte. Und noch ein Schuss. Und rein in die Olga. Und die sollten wir auch mit der Axt abbauen. Mit der Axt, wegen Leder, ne? Ja, da kommen haufenweise Leder raus. Alter, so eklig, Mann. Mein P*** so aus, wusstest du das? Nee, ich hatte den ja noch nie gesehen. Ja, wird Zeit, ne? So, Loot Chest hier vorne öffnen, sagst du? Ja, guck mal, was drin ist. Warte, ich will auch mal nur reinsehen. Alter! Geselle! Pachtisattel! Pachtisattel, ja, okay. Der ist. Qualitätsstufe ist schlecht, aber es ist halt für ein Dino. Alles klar, perfekt. Also nehmen wir nicht mit. Aber es ist für eine Pachti, Kevin. Ja, aber warte, wir machen den kaputt. Dann kann nämlich ein neuer kommen von den Loot Drop. Hier siehst du? Der V-Spot dran. Doch vorsichtig, hier hängen auch gut und gerne mal Viecher an den Decken und so, ne? Ja, das eine ist Viecher damals aus Bark runtergefallen. Wir erinnern uns. 17 von 290 Gewicht. Oh, oh mein Gott! Was ist das? Was ist das? Da ist eine Spinne. Vorsichtig, ich schieße den Spinnenbeben. Ja, ich bin trapped. Keine Sorge, selbst wenn du jetzt umkippst, dir wird nichts passieren. Mir passiert doch nichts. Ich fühle mich sehr gut. Ich habe nur den Fuß gebrochen. Ey, sag mal.
Vorsicht, Kevin, die ist durchgekommen. Die ist durchgekommen. Ja. Kerl, Alter. So. Ja, war doch entspannt, du. War doch entspannt, Mensch. Da rechts bauen. Kommt noch eine. Vorsicht, kommt noch eine. Natürlich bin ich wieder getroffen worden davon. Sind zum Glück nur zwei Stück, Kevin. Sind zum Glück nur zwei Stück bei mir. Alles gut. Sehr entspannt. Ja, wir müssen aufpassen. Wir dürfen uns nicht zu oft hitten lassen wegen Haltbarkeit von der Rüstung und so. Ja, ich merk's gerade, Alter. Ich skill nochmal auf Gewicht sein Vater. So. Spinne? Oh, von oben da. Ich bin tot. Komm aus der Wand. Ich bin eingesponnen, Kevin. Und oh ja, sie reiten mich. Mich tot. Das war's für mich. Die machen noch keinen Damage gerade. Ich bin tot. Kevin, lass mich liegen. Lass mich liegen. Lass mich zurück, Kevin. Lass mich zurück. Nein! Lass mich zurück. Ich zieh dich hier raus. Lass mich los. Ich will in dieser Höhle sterben. Überleb, Forrest. Ich hau dich jetzt mit dem Kopf gegen die Steine, bis du wach wirst. Bitte nicht. Hör auf. Richtig gut. Ist das ein Karussell? Kevin, bitte. Dein Arm. Was ist mit deinem Arm? Ich glaube, ich habe ihn ausgekugelt. Du hast ihn mehrfach gebrochen, Alter. Ich war gesund, bis du mich aufgehoben hast, Alter. Wie so ein Beyblade. Okay, du musst gleich aufstehen. Okay, du hast noch Betäubung. Ey, die geht ja wieder hoch. Warum geht die Betäubung gerade hoch? Hast du noch so viel Gift? Stimmt, die geht hoch, nicht runter. Sie geht immer höher. Kevin? Hast du genug Essen und Trinken? Ja, das hast du. Bin ich unheilbar krank? Ich habe keine Ahnung. Also, ich beobachte das jetzt gerade. Wenn die natürlich gut zubeißen, dann dauert das was, bis das Gift, ja. Ja, Stimmbeeren haben wir natürlich keinen dabei. Das müsste eigentlich irgendwann mal runtergehen. Das wundert mich, dass das immer weiter hochgeht. Wie oft haben die dich denn... Okay, die haben dich schon gut gebissen, ne? Als du auf dem Boden lagst, haben die richtig viel auf dich eingehackt. Ja. Ich zieh dich einfach mal mit ein bisschen. Ja, ja, nimm mich mal mit, du. Kevin, mir geht's wieder besser. Ich bin geheilt. Okay. Die Spinne hat mich nicht penetriert. Das sind schon wieder viel zu viele Informationen, Revi. Kevin, ich hatte Sex mit dieser Spinne und es war nicht schön. Es war nicht schön. Ja. Ich sag mal so. Es war auch für mich nicht schön, das Ganze mit anzusehen und zu unterbinden. Ja, ich wollte es ja auch nicht. Es würde noch eine Anzeige geben. Vor wie die Pornopolizei. Es wird noch eine Anzeige geben. Jetzt erstmal von der Schlange beißen lassen. Einfach nur sexuell, wirklich. Einfach nur schön. Und gleich bin ich ready. Ach, ich glaube, ich muss erstmal kacken. Ich glaube, das ist das Problem. Ich glaube, ich habe nicht gekackt, deshalb. Oh, ich hab grad gekackt. Okay, komm schon, lass mich hoch. Ah. Und erstmal kacken. Ah. Okay, sehr gut. Okay, hier sind schon wieder Spinnies. Oh Gott, vorsichtig. Ja, ich bin direkt wieder getrappt. Ich spawne und bin instant in so einem Ding drin. Boah, mach das Ding. Boah, 300, hast du den 300er Schaden gemacht? Alter, ja, Mann, Junge, schon stark. Okay, jetzt müssen wir echt aufpassen, weil hier können ab jetzt die 1000-Füßler kommen. Du siehst auch schon, da hinten leuchtet's grün, ne? Da kommt das Alien-Artefakt, wir sind gleich da. Vorsicht, da hinten ist wieder eine Spinne, ist gepult. Nee, die ist dumm. Ja, die weiß, glaube ich, nicht, wo die lang soll. Hallo, ob du dumm bist, Alter? Boah, hinter uns! Skorpion! Hab ihn. Holy shit. Die Spinne ist dead oder nicht? Ich hasse das in diesen Höhlen, ne? Weil hier überall dieses rumgekriechenden Insekten sind. Ich bin übertrieben anfällig für sowas. Macht das auch so geil? Meinst du, sexuell mäßig, ne? Nee, das macht mir richtig Angst. Ich hasse so Krabbelfiecher. Opfer! So, warte. Jetzt müssen wir vorsichtig sein. Da drin ist das Alien-Artefakt. Aber das Problem ist, du siehst ja selber, da kommen so komische Wellen die ganze Zeit. Ich sehe noch gar nichts. Da ist das Alien-Artefakt drin. Das Problem ist, man sieht hier sehr schlecht in dem Raum die Gegner. Und die sind meistens die Tausendfüßler drin. Alter, ich hasse sowas, ne? Ist hier clear? Also so wie es aussieht, ist hier clear. So, ich bin soweit. Da musst du einfach looten. Wir müssen mal öffnen. Und Artefakt des Jägers. Boah, Digga. Oh, ich kann auch eins rausnehmen. Dann hole ich das auch nochmal. Ja, stark, jetzt ist weg. Okay, da müssen wir jetzt wieder raus. Sind wir durch, sagst du? Ja, die Höhle haben wir jetzt geschafft. Alter, geht's hier nicht noch weiter? Nee, also das ist auch eine der einfachsten und kleinsten Höhlen. Es gibt noch viel größere. Und was hier unten? Komm mal her, was hier unten? Da geht's noch in andere Richtungen, da sind noch andere Sachen, also... Lass mal gucken. Ja, okay, wenn du die weiter erforschen willst, kein Problem. Dann müssen wir vorsichtig sein, weil hier werden wieder Gegner sein, ne, irgendwo. Also es gibt auch später noch Lava-Höhlen und all so ein Kram, ne? Eishöhlen habe ich auch gesehen. Da müssen wir nämlich richtig dann aufpassen, da musst du auch Jump'n'Runs machen und sowas. Das wird perfekt mit Trimax. Hier ist irgendwie ein ganz weirder Sound. So ein ja, hier sind so Alien-Konstruktionen. Siehst du, die machen dasselbe wie das Artefakt. Also wir könnten noch nach da hinten, aber ich würde jetzt eher sagen, lass uns das lieber mit dem Wasser skippen. Warum? Weil im Wasser sind Krokodile, Piranha, Schlangen, alles. Da ist richtig viel drin im Wasser. Das sieht doch safe aus. Also wenn du da jetzt reinfällst, kann es auch sein, dass du safe stirbst. Guck mal, da ist so ein Kristall. Siehst du das? So dieses Grüne? Da hinten geht nichts ab, oder wie? Nee, mehr kann man hier eigentlich auch nicht rausholen jetzt aus der Höhle. Drops holen noch, schreiben die Leute. Ja gut, es gibt die Loot-Drops, ne? Aber die sind hier in der Höhle nicht so gut wie in anderen Höhlen.
Warte mal, ich glaube, okay, hier hinten kann sein, dass noch einer ist. Lass uns mal da nochmal kurz gucken. Ich glaube, hier hinten spawnt nochmal ein Loot Drop. Ist das Artefakt bei dieser Ruine? Mal das Schlange. Boah, Headshot, einfach instant Headshot gegeben. Starker Spieler, wirklich. Spinne. Ich glaube, ich spinne. Und ich bin trapped. Alter, stark, wie du diese Barriere geplaced hast, Junge. Und das, obwohl ich nicht mal Fortnite spiele. Da unten ist ein Loot Drop drin. Da unten ist im Wasser ein Loot Drop. Ja, aber guck mal, da ist ja direkt schon eine Spinne hier drin. Aber ist weg. Ja, Kevin. Boah, der ist aber halt sautief, ne? Ja, ja, wir müssen tauchen. Das Problem ist, da unten, Versorgungskiste. Da unten ist schon Piranha. Gut, wir müssen jetzt halt erstmal hier alles clearen, wenn wir die holen wollen, ne? Willst du echt noch runtergehen, sagst du? Ja, komm, lass uns machen. Hier sind noch Schlangen, die kommen jetzt. Vorsichtig, geh was zurück. Komm mal hier. Die kommen jetzt gleich hier aus den ganzen Sachen rausgeschlängelt. Da. Down. Boah, Headshot, Alter. Sehr schön, Alter. Geil, Mann. Oh, erstmal fett kacken hier in der Höhle, ich lieb's. Oh. Oh, Tausendfüßler, vorsichtig. Ich hab seinen Kopf getroffen. Geh zurück, lass uns lieber zurückgehen, schnell. Der macht uns die ganze Rüstung kaputt, wenn er uns trifft. Komm weiter zurück. Wir lassen die erstmal aus den Gebüschen rauskriechen, damit wir die besser treffen. Da. Boom, Headshot, Junge. Vorsichtig. Wenn er sich aufstellt, rotzt der. Alter. Geil, Junge. Ich hab dem 800 Damage gemacht, ne? Da kommt noch einer. Boah, das ist ganz knapp bei mir vorbeigeflogen. Boah, Junge, mit der Gun, also mit der Waffe drauf. Mein lieber Scholli, das macht auf jeden Fall Bock. Boah, yes, ich hab gepult, der kommt jetzt. Mal Beine auseinander. Mit Beine wieder zu. Und raus bist du. Okay, stell dich drauf ein, das wird eine Menge Arbeit, Revi. Vorsicht, es kommen jetzt Viecher. Wie dumm die sind, die verrecken ja direkt, die Pirandas. Ich höre die schon irgendwo. Hier irgendwo sind Schlangen. Ja, hier, da. Oh, sie hat mich erwischt. Bist du dead jetzt? Das sind zwei, das sind drei. Oh! Alter. Kevin, vor mir. Ja, ich greife auch an. Ich wurde betäubt. Oh, du bist tot. Komm schnell zu mir hier, bevor du betäubt wirst. Ich habe noch Stimberries bei mir im Inventar, so ist nicht. Was zum Teufel, Alter, wieso verreckt ihr denn nicht? Du bist Level 120, Junge. Alter, ich wollte gerade sagen, eklig. Alter, ist das krank, Junge. Da kommt gleich mal richtig Rambazamba. Okay, Revi, mach dich bereit. Da kommt jetzt ein bisschen was Größeres gleich, ja? Was denn? Ist unterwegs. Da kommt jetzt eine Überraschung Alligator, aus dem Wasser. Alligator, geh lieber ich weg. Hab's gesehen. Oh, vorsichtig. Zwei. Oh, zwei. Das ist hoch. Ja, Bro, ich bin am Nachladen. Ich bin down. Oder? Ich bin trapped. Du hast mich ausgesperrt, Kevin. Du hast mich ausgesperrt. Ich muss hier raus. Ja, du bist safe. Alter, aber ganz knappes Ding, du. Das war ein anders knapper Hase. Ja, die sind schnell, da muss man aufpassen. So, und jetzt kommt der ekligste Part. Da unten sind richtig viele von diesen Tausendfüßlern. Oh, hier ist noch ein Piranha. Hey, komm mal raus. So, noch einer? Tschüss. Hinter dir noch einer? Ja, noch zwei, ja, drei, tschüss, vier. Tschüss. Da kommen noch mehr. Fünf, sechs, sieben, Alter. Bringt euch alle um. Alter. Ich glaube, 3000-Füßler sind's. Da sind aber noch Schlangen unter Wasser, ne? Da kommt einer. Sind Tausendfüßler. Siehst du ihn? Hab getroffen. Ja, ich auch. Okay, ist tot. Da kommt noch einer. Nochmal getroffen. Oh, der ist ein hohes Level, vorsichtig. Okay, ist tot. Okay, es scheint jetzt alles clear zu sein. Jetzt nochmal hoch, Sauerstoff holen und Ausdauer ringen. Ich würde nicht direkt runterschwimmen. Einmal hier so an Land gehen, dann lässt du dich voll werden. Und willst du die Loot Crate ertauchen? Ja, ich würde runtergehen. Okay, und ich gebe dir von oben Feuerschutz, falls irgendwas kommt. Alter, okay, let's go. Oh mein Gott, Junge. Das ist Next Level Spooky in hier. Hier ist auch viel Obsidian drin. Und ist das hier Gold hier links? Das ist Eisen. Okay, meisterhaft Stoffschuhe und ein Bauplan für einen Produktionssattel. Ich werde alle von der Schlange. Ich habe eine Schlange gehört. Irgendwo eine gehört ich. Nee, das war das Ding, was kaputt gegangen ist, wahrscheinlich. Ah, okay. Ich hab mal beides mit hochgebracht, einfach. Ja, warte, ich bring auch noch was hoch. Mach dich bereit, Revi. Oh, ich bin grad fast ertrunken, da kommen jetzt noch mal zwei Krokodile, ne? Schnell weg, perfekt. Da, weg da. Die sind perfekt. Schnell. Perfekt, darauf habe ich Bock. Wow! Oh, ich bin bei dem einen Maul. Oh, der wird mich zerfressen hier gleich. Friss das, Junge! Hab ihn. Alter, 116er Level. Ja, dann ab dafür. Junge. Was für eine Mission hier. Einfache Höhle, ne? Also, ich habe jetzt einen Bauplan, aber marode halt leider nur, ne? Und einmal einen Bauplan für Stoffschuhe, meisterhaft, aber...
Ja. Also eigentlich nur Müll. An der Stelle, meine Freunde, würde ich sagen, war es auf jeden Fall von unserem kleinen Höhlenabenteuer. Morgen geht es weiter mit Ark oder übermorgen, je nachdem. Und ich würde sagen, es ist Zeit für A, ganz klar, eine eigene Minecraft- bzw. Ark-Freundin. Und B, ganz klar, meine Freunde, ganz, ganz wichtig, der T-Rex. Der T-Rex muss kommen. Ich würde sagen, meine Freunde, da kümmern wir uns morgen drum. Ich bin hier mit raus, schaut auf jeden Fall bei Kevin vorbei und wir sehen uns die Tage wieder. Macht's gut, haut rein. Ciao, ciao.